gibt eine etwas kontroverse Technik im Ninjutsu, die nennt sich Ura Takyori. Der Mote Takyori, normale Takyori, ist, dass ihr Daumen, Mittelfinger hier das Handgelenk vom Gegner greift und dann geht er hier rein, drückt von unten hoch und geht in die Technik. Haben wir schon ein Video dazu, geben wir euch den Link oben. Takyori, Bambusbrecher. So, jetzt gibt es einen Ura Takyori, der wird in aller Regel hier von der Palmarseite, sagt man, also von der Innenseite her gegriffen. Ich gehe dann hier rein und er reagiert auch drauf. Also es gibt zwei Meridiane, der Punkt hier. Hier. Und da greift ihr mit dem Knochen, kommt er hier ran. Und das ist jetzt hier wieder mein Umschlagpunkt. Und dann gehe ich hier hoch. So, jetzt ist es völlig egal, ob der Gegner da empfindlich ist oder nicht. Ist er empfindlich? Klar, kann man das nutzen als Schmerzpunkt, um ihn gefügig zu machen. Ist es nicht, habe ich hier einfach einen guten Griff für meine Technik. Also ich kann jetzt zum Beispiel von hier aus schon gucken, dass ich hier meine Technik bekomme. Ja? Ich habe hier einfach einen guten hermetischen Griff. Wir haben das auch schon in einem anderen Video über Blocktechniker und Kontrolle. Geben wir euch auch wieder oben den Link. Haben wir das schon gezeigt. Ich gehe hier an seinem Arm entlang und ich raschte hier ein. Mittelfinger und Daumen. Ich rasche hier ein. Ich brauche gar nicht hingucken. Ganz, ganz von alleine. Wenn ich das jetzt so mache oder an der Innenseite runtergehe, ist ja eigentlich egal. Jack in die Hose. Das. Und bin auch wieder hier an dem Punkt. Kann hier rein, kann in Technik rein, wieder Kata Ikomi zum Beispiel. Ja? Und das wäre Ura Takyori. Also zum Beispiel ganz klassisch, er greift mich hier, greife hier um, habe meinen Ura Takyori. Ja? Finger ist immer nur toll, könnt ihr mit dem Zeigefinger machen, Richtung Auge oder mit beiden Fingern. Ist egal. Ja? Und ihr habt hier einfach einen guten hermetischen Griff. So, jetzt ganz klassisch kann man das machen. Er greift mich an mit Ski, macht einen Außenblock und kommt hier von der Innenbahn rein. Ja, noch einmal. Da rein ins G und komm hier von der Innenbahn. Block sichern und ich komme hier rein. Ja? Kann ich hier in die Bude bringen und wieder meine Haltetechnik aufbauen. Oder ihr kommt einfach von hier, ihr greift an, ihr blockt und habt ihn schon. Ja? Wäre auch eine Idee zum Beispiel, wenn er Handbefreiung macht. Handbefreiung. Ihr zieht ab, Uchimashi Dori, habt den wieder hier. Und wieder rein. Und habt wieder auch einen Haltegriff. Könnt ihr drehen. Und auf den Bauch kommen. Okay, nochmal. Er greift mich hier, stark, hier rein. Öffnet. Okay. Gleiche Seite. Also, hat es euch gefallen? Abonnieren, Glocke drücken, netter Kommentar und Thumb up. Das ist jetzt hier.